Alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sporttotal. Anstoß, die Gäste von rechts nach links in den rot-schwarzen Traditionsfarben. Die Kähner in weiß und schwarz gestreift von links nach rechts. Bisher noch ruhig, geht mehr über seine Seite, über Julian Schauerte. Kiere gegen Fischer, schneller dürfte er sein. Und das sieht mir nach einem Foul aus. Kiere bleibt aber auf den Beinen. Das ist die erste Chance. Und super gehalten von Steffen Westphal. Erste Chance der Partie, 22. Spielminute. Die rutscht durch und Enzo Wirtz zu überrascht, als dass er den Ball kontrolliert auf das Tor bringen könnte. Zweite Chance. Meier. Aber schon wieder ist das Tempo raus. Jetzt ist es wieder drin. Phil Halbauer gegen Schauerte. Halbauer mit der Flanke. Gut geklärt. Meier. Meier muss schießen. Geklärt und der Ball ist im Tor. 1:0 für den SV Lippstadt. Mit dem ersten Torschuss. Henry Matter. 32. Spielminute. Drittes Saisontor für den zentral-offensiven Mittelfeldspieler. Und da war einiges an Glück dabei. Schauen wir drauf. Phil Halbauer und dann eigentlich geblockt. Meier macht es gut. Schließt dann ab und dann ja, landet die Kugel vor den Füßen von Henry Matter, der keine Probleme hat, das 1:0 zu erzielen. Mindestens eine Stunde spielen wir noch. Langer Ball für Kiere. Ja, zweiter Ball. Fischer. Wieder nur zweiter Sieger. Schauerte. Möglichkeit für Wirtz. Und klasse gehalten. Zum zweiten Mal von Steffen Westphal. Ja, Ballgewinn. Matter, der Torschütze für Halbauer. Bisschen weit, aber den kriegt er noch. Schlosser muss dahin. Halbauer, zweiter Pfosten. Meier. Nicht schlecht, 35. Minute. Kiere steht da verdächtig frei an der Strafraumkante. Versucht's direkt, der Ball ist im Tor. Was ein Tor, Wahnsinn. 40. Minute. Ein Traumtor, möchte ich behaupten. Wahnsinnig gut gemacht von Mats Scheldt, 40. Minute. Und damit hat Westphal mal so gar nicht gerechnet. Aber schaut euch das an, der passt aber sowas von perfekt neben den Pfosten. Ich will Westphal nicht die Schuld zuschieben, aber ihn genauso wenig davon befreien. Den kann man halten, wenn man sich anders positioniert. Und jetzt steht es 1:1. Halbauer entfernt sich, dürfte einen Ball in die Mitte geben. So ist es. Und hinten! Der Ball ist nicht drin. Nee. Das war Luis Almeroth. Da sind Traoré und Heiserholt zu weit weg. Zimpel. Möglichkeit zum Schießen für Pazurek. Macht es stark. Kiere! 2:1! Das haben sie prima auseinandergespielt. Derek Kiere, 60. Minute mit dem 2:1 Führungstreffer. Ich dachte, Markus Pazurek zieht ab, aber er macht genau das Richtige. Schaut, rechts ist ein besser postierter Mitspieler und der haut das Ding rein. Klasse gemacht, keine Chance für Steffen Westphal. Der Belgier. Der ist nicht verkehrt. Westphal mit dem Fehler. Und das wird bestraft mit dem 3:1. Da habe ich ihn noch gelobt am Mittwoch. Ich habe ihn gelobt in der ersten Halbzeit. Aber das geht ganz klar auf seine Kappe. Steffen Westphal
würde ich fast sagen, bringt Gahn Marienborn hier mit 3:1 in Führung. Nee, es war natürlich Jannis Hoffmann. Schauen wir uns das doch mal an. Das ist ein brutal gefährlicher Freistoß, weil der mit viel Schnitt vors Tor kommt. Und der eingewechselte Jannis Hoffmann besorgt hier das 3:1 für die Gäste. Baldrich, Ball nicht im Aus. Pazurek in Mittelstürmerposition. Pazurek, klasse gespielt. Könnte das 4:1 sein. Genauso ist es. Das Spiel ist entschieden. Enzo Wirtz mit seinem ersten Treffer seit rund einem Jahr nach Kreuzbandriss. Und das wird super emotional sein. Für ihn, für die Mannschaft. 85. Minute. Schauen wir uns das nochmal an. Pazurek behauptet hier den Ball super. Klasse Laufweg von Wirtz. Und Westphal wird hier umkurvt. Gerade gesehen hat. Delifer. Nochmal ein super Zuspiel. Ist es das? Nein. Pazurek. Ja, jetzt versucht er sich am Tor des Monats. Und dann ist die Partie aus. 4:1 gewinnt der erste FC Kahn Marienborn hier beim bisher ungeschlagenen, beim verlustpunktfreien SV Lippstadt. Und das, liebe Freunde, das war ein Statement.